Hallo YouTube, hallo Internet. Und man staune, willkommen mal wieder bei der Godscover More Realistic. Ja, das mit den Bäumen hin und her werfen ist... Ich komme da noch nicht so ganz mit klar. Ich muss da echt nur üben. Bloß die Zeit habe ich aktuell nicht. Und habe dann auch hier meinen kleinen, den Fort ein bisschen vermisst und dachte, ach Mensch, das Projekt wollte ich ja gerne noch weitermachen mit More Realistic. Und ja, hier bin ich. Nimmst du nicht übel, ich muss mich erstmal wieder reinfuchsen und muss erstmal schauen, wie, wo wir hier aktuell halt stehen. Aber auf jeden Fall wollte ich hier diesen letzten Rest mal manuell noch aufnehmen. Geht jetzt gerade schon in die frühen Abendstunden. 20 vor 8 oder so ist es jetzt, glaube ich. Ich wollte erst vorspulen, aber ich dachte auch, kann ja auch mal den frühen Abend noch nutzen. So, wenn wir das hier haben, dann fahre ich direkt mal das Rohr zum Abtanken über den Traktor. Das heißt, wir drehen uns erstmal. So. Ach, der war schon ausgefahren. Okay. So, gucken, ob ich jetzt damit klarkomme. Der Kamera, aber eigentlich sollte das funktionieren. Ich hoffe, dass der Rest hier noch in den Krone reinpasst. Oh. Wahrscheinlich nicht richtig drüber, richtig. Ja, zu weit weg. Sieht von innen dann doch anders aus. So, müssen wir testen, ob mein Lenkrad jetzt hier Geräusche macht. Ich habe vor das Feedback ein bisschen stark eingestellt, aber ich will nicht schon wieder rumbasteln. Ich habe es versucht, manuell noch hinzukriegen, aber da zickt LS jetzt wieder ein bisschen rum und da muss ich nochmal gucken, woran das liegt. So, sind wir jetzt näher. Nochmal. Jo, super. Nächste Feld. Bin ich jetzt noch so ein bisschen überfragt? Ich würde sonst sagen, wir fahren den erstmal zurück und parken den auf den kleinen Hof. Also schon mal Licht anmachen. So. Gucken wir, wie der Ausgang ist. Ja, ich hatte gerade so eine Runde Pinefood Wife gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr es euch bei mir schon mal angeschaut habt mit diesem Horror in diesem Haus, wo eigentlich nichts passiert, außer ein paar Geräusche und man wird halt quasi erschreckt und ja, es funktioniert halt und da kommt mir jetzt so eine Runde LS gerade recht, um mich mal ein bisschen zu entspannen, YouTube. Okay, da kam nichts, dann können wir mal raus. Was ist jetzt noch mit dem Schneidwerk hier? Jetzt muss ich kurz warten. Habe ich keinen Schneidwerkswagen mit, zumindest glaube ich das.
Jetzt mal im Vollgas. Das ist ganz schön schnell. Ich hoffe, ich passe hier durchs Tor, aber ich denke mal, das sollte klappen. Ja, und in der nächsten Folge passt doch nicht. Oder da drüber vielleicht? Nee. Nie im Leben. Also hinten rum. Ich hoffe, es hat auch alles so hingehauen mit meinem Hin- und Herpacken, weil ich den Mods-Ordner einfach hier gesichert hatte und so ein Backup von den Safe Games und schieb das jetzt quasi so hin und her. Ich hoffe mal, das geht gut. Also hier passen wir dann auch nicht rein. Jetzt muss ich den erstmal hier draußen lassen. Oder vielleicht noch eins weiter. Ich versuch's mal. Dieser Weg hier ist auch zu geil, oder? Das mag ich so an dieser Karte. Mal von innen schauen. Das sieht doch gut aus. So eine Halle will ich hier nicht frei haben, aber ich denke mal hier irgendwie. An der Seite wird es schon passen. Oder passt der hier rein? Ich glaube, das Ding geht eh nicht auf. Geht drauf. Was er wieder erzählt. Da sind ja auch die Kühe drin. Da steht man keinen Drescher ab, YouTube. So ein bisschen Luft rein. Okay. Dann bleibt der erstmal hier stehen. So. Das gute Stück. Fast ein Screenshot wert, oder? Doch cool aus. Kostet ja nichts. Okay, wir springen zum Fort. Anhänger ist dran. Und dann bringen wir das Zeug mal weg. Jetzt können wir auch noch mal kurz die Map einblenden. Und was war denn da jetzt gerade noch für ein Angebot, was da läuft? Eine Brennerei, Weizen. Den müsste ich auch nicht gleich wegbringen, ne? Ich bringe sie erstmal zum kleinen Hof hier.
Ja, ansonsten nähern wir uns ja mit großen Schritten LS15. Und da bin ich echt schon gespannt. Ich bin schon am Überlegen, ob ich da vielleicht ein paar Stunden abzwacken kann und ich vielleicht dann zu der Zeit mal halbtags zu Hause bin, für eine Woche oder so, damit da ich doch euch einiges an Videos dann bieten kann. So, weil können wir ja hier reinfahren. Okay. Mal schauen, ob es jetzt von innen klappt. Ah. Müssen wir jetzt auf die Maschine umstellen, sonst will er nicht. So, dann laden wir mal ab. Die Krone gefällt mir auch immer noch sehr gut hier. Ein Problem, was ich auf dieser Map noch habe, was mir gerade einfällt, ich weiß immer noch nicht, wie ich Kalk abholen kann, aber ich hoffe einfach, dass ich das zum Not hier auf den kleinen Hof, glaube ich, kann man das auch direkt aufladen, ohne zu holen. Sonst muss ich das erstmal so machen. Hier vorne ist ja noch so ein Kalklager. So, und da ich den hier heute nicht mehr brauche, würde ich den gerne irgendwo einstellen. Ich noch irgendwie hier die Schuppen nochmal da hinten. Ja, jetzt geht es wieder so nach und nach los. Ich war jetzt erst im Urlaub und hatte dann nur so ein Notprogramm laufen. Das wird sich jetzt natürlich wieder ändern, dass wieder mehr und regelmäßig Videos rauskommen. Und ich bin gespannt, wie steht ihr jetzt dazu, dass ich jetzt hier nochmal die Kurzcover reaktiviere. Mein More Realistic Projekt, schreibt es auch mal in den Kommentar, würde mich echt interessieren. So, da komme ich jetzt natürlich nicht mit dem Anhänger rein, das wird ein ewiges Gurke. Ich glaube, den stelle ich dann ja, stellen wir hier an die Seite. Generell interessiert mich natürlich euer Feedback sehr. Den auch gleich mal auftanken, oder? Und hier hat einblenden. Schon voll, jetzt eben nur 75 Liter Tank. Also Feedback ist mir sehr wichtig, dann weiß ich halt, gefällt euch das oder halt nicht und da könnt ihr halt dann auch mit einem Daumen Feedback geben, wenn ihr halt nichts schreiben wollt. Ich freue mich über jedes Kommentar. Ich lese es natürlich auch und ihr kriegt von mir auch eigentlich
wenn es nicht ganz so doof ist, immer von mir eine richtige Antwort. So. Der passt da gut rein, ne? Den wäre ich hier für die Nacht verstaut. Brauche ich eigentlich jetzt auch heute nicht mehr. Okay, das wird hoffentlich keine Sucherei. Dann beim nächsten Mal. Also ich muss mal gucken, was wir überhaupt jetzt noch an Gerätschaften haben. So, da hatte ich noch Stroh abgeladen. Jetzt muss ich mal auf die Map gucken. Nein, die meine ich nicht. Hier wollte ich hin. Da muss ich dann auch nochmal rumfahren und mal schauen, was die überhaupt von den Feldern wirklich bewachsen ist. So, Fahrzeuge. Ah ja, genau. Hier habe ich hier die beiden Mängel noch stehen. Oder war es nur einer? Ich gucke mal. Dann nehmen wir jetzt nämlich den mit und im Angebot war Weizen, richtig? Richtig. Dann bringen wir davon jetzt noch was weg. Den Anhänger stelle ich mal hier vorne unter. So, und ich mal ein bisschen Luft bei den Schlitter reinlassen. So, das Ganze wieder ausblenden und los geht es. Ja, wird einfach so hier stehen jetzt. Zack, Licht wollte ich anders. Okay. Schon getönte Scheiben. So, dann suchen wir mal die Anhänger. Oder die Drehschemel. Ah ja, war doch zweimal, ich doch. Zwei hier waren Umweg. So, die auch noch mal umschalten auf, was waren das dann? T2, oder? Warte mal. Ach, das machen wir beim nächsten Mal. Bevor ich das jetzt gefunden habe, ist die Folge schon wieder um. Das muss ja nicht sein. Aber was, oder was? T1? Man muss mal ausprobieren.
steht jetzt auch ein bisschen doof. Ich will jetzt nur den hinteren voll machen. So, jetzt muss ich glaube ich zum Anhänger wechseln und dann Startbeladung mit X. Achso ja, Weizen ist eingestellt, dann machen wir das mal. Okay, ja, rückwärts fahren, das kriege ich jetzt nicht hin, richtig. Das wäre ja schon ein großes Kino. Nee, hat nix. Also fahren wir mal einen Pudding. Dann brauche ich gleich nur X drücken. Ja, das habe ich vermisst. Jetzt muss er richtig ackern. Man gewöhnt sich doch sehr schnell an More Realistic, finde ich. Also ich finde es aktuell noch schöner, wenn man wirklich dann die Maschinen so ein bisschen merkt, wie die arbeiten. Aber es ist Ansichtssache. Schon von einigen gehört, wie scheiße sie More Realistic finden. Okay, aber jedem das seine. Jetzt schon drunter. Okay, und jetzt müsste ich... Was war das? X. Ja, Wahnsinn. Okay, auf zur Brennerei. Die Mängel sind auch klasse hier. Den hat der Michael Wortmann angepasst. Nochmal schönen Gruß von hier aus. So, und in der Theorie. Ich fahre natürlich rechts rum. Ich könnte auch geradeaus. So ist das zu einfach. In der Theorie geht es jetzt wieder links und dann wieder rechts. So, um 8 machen die zu, also schnell beeilen. Ach, das ist ja auch geil hier, also mit den, wenn ich es richtig verstehe, leuchten dann diese 3 Blinkerleuchten auf, weil 2 Anhänger und ein Traktor, richtig? So, und ist da jetzt ein Schildbrennerei? Ich glaube zumindest, die ist da. Oh, war es doch geradeaus. Es war geradeaus. Mist. Kann ich den jetzt mal drehen? Hm. Na, drehen wir hier schnell. Ja, ich fahre so beides gerne, also jetzt in Ansicht und Außenansicht habe ich manchmal auch ganz gern, weil ich finde es immer schade, wenn man diese schönen Anhänger und so, also die Gespanne dann gar nicht sieht. Okay, soll ich jetzt aber hinkriegen.
peinlich. Ich find's echt peinlich. Also ein Pineview Drive macht mich echt wahnsinnig. Bei dem Spiel in diesem Herrenhaus, wo man da rumirrt. So viele Türen. Sich die alle zu merken, wo du immer hin musst. So, ich glaube, die gehen automatisch auf. Okay. So, und jetzt sieht es gleich finanziell wieder ein bisschen rosiger aus. Was haben wir jetzt eigentlich? 37,5. Schon bald mal überlegen, was dann die nächste Anschaffung wird. Also es war hier auch so, falls das erste Mal jetzt zuschaut, ich wirklich alles von Grund auf halt erspielt habe. Jetzt gucken wir uns nochmal diese schönen Mängel an. Ah, komm schon. Macht hier schlapp. Mal auf Allrad umstellen. Muss dann nochmal gucken, wie viel Weizen wir jetzt auch nicht noch haben. So, Maschine aus folgenden Grund, die Folge ist zu Ende. Schöner Screenshot. Nehmen wir doch mal mit. Ich danke euch fürs Zuschauen und wie gesagt, ich würde mich echt freuen über ein bisschen Feedback von euch. Und ja. Habt ihr wieder Lust drauf? Auf More Realistic? Ja oder nein? Soll es mehr Folgen geben? Ich denke mal, wir werden es vielleicht durchziehen bis LS 15 oder schwört ihr dann doch eher auf die Forstmod? Also Kommentare erwünscht, wobei, wie gesagt, ich mit der Forstmod aktuell auf Kriegsfuß stehe, aus dem Grunde, weil ich da nicht so viel Zeit habe, mich da jetzt noch reinzufuchsen. Okay, YouTube, danke fürs Zuschauen. Macht's gut.